Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gerade machen gewesen. Ich glaube, ich erinnere mich. Ja, wir können jetzt sterben, weil wir sind da vorbei und ich weiß nicht wie. Boah. Okay. Irgendwo muss es doch irgendwas Weißes haben. Ich komme einfach da vorbei. Oh, wir kommen vorbei. Erstmal. Ah! Oder auch nicht. Hä? Verarsch mich nicht. Boah. Irgendwie muss ich doch da vorbeikommen. Kann ich da unten? Nein. Ah, ist ein bisschen laut. So. Zum Glück kann ich das auch so zustellen. Ich habe keine Ahnung, was ich so mache. Ah, doch, keine Ahnung, was ich so mache. Nämlich so ungefähr. So, so. Und so. Tja, viel Spaß euch allen. Na, Gott sei gut. Dort hinten. Soll ich auch mal dort hindern? Erst einmal zurück. Verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Danke, danke. Aber auch dumm. Eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Ja, klar. Welcher enorm Intellekt, wenn ich mal frage da? Oh fuck. Ich soll vergessen, auf die Uhr zu schauen. Sollen wir das tatsächlich angewöhnen, auf die Uhr zu schauen? Ich glaube, jetzt sind es noch ungefähr 13 Minuten. Ich mache mal 13 Minuten. Ach, schon gut. So, so. Wow. Wie erstaunlich. Was gegen Moriarty? Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Was soll ich denn? Ah! Ja. Okay, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Ich bin euch auch so schlecht, Wetter. Also wahrscheinlich nicht, wenn das jetzt gerade wieder schaut, wahrscheinlich nicht. Aber. Ja, klar. Ist das richtig gesehen? Ja. Doch. Aha. Fast. Wow. Okay. Ja. Weg. Tja, selber schon. Ja, also, ich meine, hallo? Es ist mittlerweile blau. März. Und es ist immer noch nicht Sommer. Also, ich mein Frühling. Es wird einfach nicht wärmer. Wow. Ja, ja, alles klar. Ich hab da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Ich hab's nicht vor, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Muss ich das Ganze verstehen? Irgendwie nicht, oder? Hä? Was muss ich machen? Oder vielleicht so dort oben hin. Das sieht schon besser aus. Was macht das? Aha! Dann würde ich doch mal sagen, tun wir unseren kleinen Kollegen ein bisschen blaue Farbe zuteil werden. Du. So. Duck. Oh. Jetzt immer verschleiert. Oh. Ja. Ah, komm schon. Ja, sogar das. Ist noch Evita. Der letzte. Klopp und tot. Die Frage ist nochmal, was mache ich jetzt? Ich gehe über irgendeine Art und Weise. Schauen wir mal so da, so. Blub. Wow, erstaunlich. Oh oh. Also jetzt bin ich wieder dort, wo ich vorne gewesen bin. Finde ich das gut? Finde das nicht so toll, nein.
das überhaupt nicht toll. Oder? Ah doch, ich finde das gut. Ah, ich finde das gut. Das ist super, perfekt. Niemand hat das gehört, niemand hat das gehört. Ich glaube, das Let's Play ist jetzt bald fertig. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ich so die Indizien anschaue. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich, dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. GLaDOS! Du bist echt assi! Hätte das schon mal jemand gesagt? Was macht das da? Baiting. Okay. Oh wow, krass. Wieso hat es da so komische Bombe? Aua. Es hätte mir weh tun, aber es ist es wert gewesen. Was mache ich jetzt? Ah. Oh. Ja. Das ist wieder mal fast geschehen gewesen. Das ist auch sehr geschickt gewesen. Wir können am besten einfach einmal. Ist das jetzt im Spiel gewesen oder ist das bei mir gewesen? Das ist ganz komisch. Ganz komisch. Also, wenn das. Wenn ihr mal. Also, ja. Wenn ihr das nicht gehört habt oder nicht wisst, was ich meine, dann ist es wahrscheinlich bei mir gewesen, weil ich das Fenster offen. Weil trotz der Temperatur, finde ich, ist es da innen anstrengend. Keine Angst. Sein. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Schläg loswerden. Aha. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren oh, so. Nicht das Gelbe vom Ei. Für uns macht da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Aha. Versteck. Jetzt hab ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal. Aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Ja. Düster und trüb. Ist klar. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Ja, ist klar. Verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Aha. Tricks, keine Überraschung. Nur du und ich und dein grausamer... Das heißt dann wohl nein. Ja, das heißt ziemlich sicher nein. Sehr viel nein auf einmal sogar. Oh, hör doch mal Luft alle auseinandernehmen. Wow, sind das alles Dashkamera? Sind das alles Dashkamera gsi? Das ist kein Ding, mich auseinandernehmen. Aber ich sehe Licht. Vielleicht ist das auch schon die radioaktive Strahlung von der Kernschmelze, die bald kommt. Wenn man auf einmal mal was Weißes. Das ist gut. Weiß ist immer gut. Weiß heißt Portal sitzen. Wenn man, da haben wir auch noch mal was Weißes. Oh, 14. Ah. So, Ziele. Kommt da gut? Nein, kommt noch nicht gut. Komm schon. So. Oh, wow. Erstaunlich. Und jetzt volles Karacho. Ich finde da nicht nett, war auf. Okay, nochmal von neu. Wieso? Ich bin nicht ein bisschen weiter hinten. So. Okay. Nochmal. Es muss doch einfach gehen. Und es geht. Erstunde. Frag mich, warum das. Was ist jetzt das gewesen? Ich bin nicht dumm, weißt du. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Wie kommt da bitte? Ich betäube dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang Stimmen. Doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Aha. Im Ernst, ich
klar, das ist ganz normal. Vor allem, wenn man mal ein Mensch war, ist das wirklich ganz normal. Manche wissen vielleicht schon, was ich anspiele. Voll der Insider. Ja, was genau mache ich da? Ladebildschirm. Wie man sie alle liebt. Die Ladebildschirm. Ha! Da. So. Mal schauen. Okay, das ist jetzt interessant. Wieso hat das Ding geladen? Okay, egal. Ich wundere mich schon gar nicht. Dort rauf und da. So. Es kommt. Oh. Okay. Die sehen nicht so viele. Wieso sieht der aus wie eine Echse? Und der sieht irgendwie sicher aus wie Blü. Und wird die gar nicht davor. Ja, das. Ja. Aber, klar, bevor wir jetzt den bekämpfen, sollte man vielleicht zuerst mal finden. Oh. Wunder. Mach ich da? So. Oh. You spin my head right round, right round. Ja, ich will mir rächen. Willkommen in meinem Versteck. Weißt du, wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten. Will ich Anzeige? Und zwar komplett. Will ich Anzeige? Ich bin sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. Oh, so sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auch Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Oh, wow. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Ja. Das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Zack. Du bist so ein Idiot, echt. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du okay, Moment. 4 Minuten, 47. Dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich mich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Was zum? Und das wiederum führt zu. Ist das Ding irgendwie mal kaputt oder so? Wow. Das gehört alles zu meinem Plan. Okay, warte mal. Und jetzt habe ich doch den ersten Fehler gemacht. So? Ich habe dir meinen Plan verraten. Nein. Die alte Achillesferse wieder. Und bei dem, was du jetzt weißt, wirst du das Konversionsgel bestimmt nicht mehr benutzen wollen. Oh, grausames, unbarmherziges Schicksal. War das so? Irgendwo, ah, oh, wie auch immer das Ding da danach ruhig ist. In der Röhre gesteckt. Wenn du mit einem Portal da durchgehst, fängst du dir bestimmt eine Fleischvergiftung ein. Ja, klar. Und wahrscheinlich auch Schuppenflechte. Mach einfach, schieß nochmal. Oder sowas ähnliches. Entsetzlich. Ja. Das wird sogar noch schlimmer, als wenn ich dich einfach in die Luft gejagt hätte. Aber es ist doch. Bum, bum, bum. Schön sterben, go. Kern. Okay. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Aha. Polizisten. Den ist gut. Du willst mich sehen. Wo hier muss ich? Weltraum. Ich will in den Weltraum. Oh wow. Geschafft. Beschädigung bei 50%. Ja, stumm. System blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Okay, das ist gut. Was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Die verdammten Bomben. Verwirrung hier. Ich hab die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast keine dieser Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Nein. Schieß nochmal. Komm schon. Los. Und unsicher. Bumm. 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 Ach ja, das ist einfach zu.
Wo? Oh, wow. Der Boss ist eigentlich gar nicht so schwer. Wow. Okay, ich müsste die vielleicht... Ah, zuerst den Duffel und den aber. So. Oh, Mann. Halt mal deine Schnauze, du Casanova. Ja, klar. Schnauze! Beschädigung bei 75%. Anführer aktuelle Explosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Oh wow. Was habe ich dir vorhin über die Super. Aber du hörst dir ja nie zu, du Vielleicht seid ihr jetzt vorhin noch. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilt mich einfach nur du und deine stillen Vorwürfe. Ja. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur für einige Jahre ein paar hundert einfache Tests. Weißt du, lernst es schon nicht, oder? Tag. Wo ist der letzte Kern? Oh wow. Wie komme ich. Ah. Entstehen, wenn Kohle enormem Druck ausgesetzt wird. Wenn Diamanten enormem Druck ausgesetzt werden, entstehen daraus Schaumstoffkügelchen. 1975 verfing sich Michael Schumachers Skin im Staubsauger. 20 Jahre später machte ihn dessen Aerodynamik zum Weltmeister. Die Autobremse wurde erst 1895 erfunden. Davor musste der Fahrer im Auto sitzen bleiben und im Kreis fahren, bis alle Insassen ihre Geschäfte erledigt haben. Klar. Aber die Sprüche sind zu geil. Kerntransfusion eingeleitet. Manueller Kernaustausch erforderlich. Alles ähnlich. Verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Fail! Ein Part entdeckt. Part Auflösungstaste. Auflösungsanlage. Lösche von... Ja, lösch mal. Wo ist denn die komisch... Part-Auflösungs-Dings. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Part-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Part-Auflösungstaste. Wo ist die? Ah, der Tinder. Doch. Wie komme ich rein? Ah. Ja. Wo ist der Countdown? Aua. Nein, nein. Immer noch die Kontrolle. Und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Ja, das wissen wir. So, und jetzt kommt der geilste Teil ever. Ah! Ja, ein bisschen aufräumen und so, würde ich sagen. Oh oh. Ja. Nein, definitiv nicht. Lass los, ich bin noch verbunden. Ich komm selbst wieder rein. Ich krieg das noch hin. Ich hab's schon repariert. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest, Fester. Wow. Knapp. Ja. Ich glaube, das wird er überlegen. Ja, ja, ich hab das ist die Finalfolge der Gacho. Oh hey! Zum Glück ist dir nichts passiert. Nee? Miss Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Ja. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt.
Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Ach ja. Oh fuck. Haha. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. I only want you gone.
So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Ja. Das wär's g'si mit Portal 2. Episches Ende. Geile Lieder. Folge mit Überlänge. Alles, was ein super Ende braucht. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es entweder heißt Coop oder Hanno, was in der Hinterhand. Naja, wir werden jetzt sehen, ob sich jemand findet oder nicht. Waffel, bis zum nächsten Let's Play-Projekt von mir. Tschüss.